Hallöchen und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einer kleinen Information vorm Video. Also jetzt nicht gleich wegschalten, wenn alles dunkel ist. Das hier ist ein Video, das nicht aus Bild und Ton besteht. Es besteht nur aus Ton. Ihr habt nur ein Bild, das läuft jetzt die ganze Zeit durch. Aber der Ton ist relativ wichtig, weil ich und der gute Freakso haben uns was überlegt. Das haben wir vor Urzeiten mal aufgenommen und jetzt wollte ich es einfach mal raushauen. Ich weiß gar nicht, ob er noch damit einverstanden ist, aber er wird nichts dagegen haben. Kommt am Samstag, weil ich nicht genau wusste, was ich jetzt am Samstag raushauen soll. Deswegen so ein kleines Scheißvideo am Samstag. Extra für euch jetzt nichts Besonderes, aber es ist trotzdem unglaublich lustig geworden. Schaut euch das an, bitte. Und das war die Information. Macht's gut, bis denn dann und viel Spaß mit dem Intro und mit dem Video. Das Intro läuft jetzt. Hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren von unseren Videos. Hallo, Freakso. Hallihallo. Hallo, wir haben uns um 4 Uhr knapp 20 was überlegt. Und zwar ist das doch die perfekte Uhrzeit für ein bisschen Porno-Ping-Pong. Yay! Um es kurz zu erklären, was Porno-Ping-Pong ist. Also es gibt die normale Variante und die Ultimate-Variante. Wir nehmen vorerst mal die normale Variante. Dieses Video dient jetzt natürlich nur der Unterhaltung. Hat nichts mit dem Let's Play oder sonstigem zu tun. Ja, ja. Sondern nur ein bisschen Spaß, einen kleinen Spaßfaktor reinzubringen. Wir sind auch schon ein bisschen übermüdet, also nehmt es uns nicht übel. Vielleicht wird es deshalb besser. Vielleicht, hoffen wir es. So, also Porno-Ping-Pong kurz erklärt. Wir lesen uns gegenseitig abwechselnd Pornonamen vor, also den Titel von Pornofilmen, von realen Pornofilmen, die auch existieren. Der Gegner darf dann 5 Sekunden nicht lachen, nachdem das letzte Wort von dem Namen des Titels gesagt wurde. Also man hat 5 Sekunden Zeit, um nicht lachen, sonst verliert man Leben. Jeder von uns hat 3 Leben. Und wie gesagt, macht man das abwechselnd. Genau. Hast du alles verstanden? Ja, ich habe alles verstanden. Du hast alles verstanden. Gut. Das freue ich mich. Also, das heißt, wir brauchen wirklich höchst Konzentration um 4:30 morgens, eh. Oh Mann, das wird was geben, Alter. Wir sind echt kaputt. Okay. Und, ich würde sagen, wir beginnen doch einfach mal, oder? Ja, du fängst an. Ich fange an, okay. Okay, ich muss mich ganz kurz beruhigen. Also ich fange jetzt an, lese ihm einen Namen vor und er darf 5 Sekunden lang nicht lachen. Das kriege ich hin. Okay. Du darfst aber während dem Namen lachen, wenn du willst, ja? Das ist nicht schlimm. Also wenn ich jetzt was vorlese, einen Namen vorlese und ich dann selber anfangen muss zu lachen, das ist nicht schlimm. Ich darf das. Ach so. Nur du darfst nicht lachen, okay, wenn ich einen Namen vorlese. Okay. Ich fange mal mit was Leichtem an, okay? Ja, okay. Okay. Der Affentanz im Negerarsch. Ach ja. 5 Sekunden sind rum. Du hast dich aber gut konzentriert. Oh, Scheiße. Der Affentanz im Negerarsch. Alter. Ey, wie kommt man auf sowas? Fuck. Und das soll was Leichtes sein, oder was? Ja, also ja, finde ich schon irgendwie. Ach so, okay. Warte kurz, ich muss hier. Digga, schaffst du's? Hallo. Oh Gott. Oh, warte. Oh, der ist gut, ich hab einen, Alter. Oh. Warte. Ich muss mich erst konzentrieren, sonst klappt das nicht. Okay. Warte. Konzentrier dich, gell? Du darfst auf keinen Fall lachen. Du musst vollkommen ernst bleiben. Warte. Du lachst ja jetzt schon, Alter. Hallo! Sascha! Warte doch ganz kurz, Alter. Ich hab den Affenarsch, Affentanz im Negerarsch noch im Kopf. Oh, warte. Puh.
Okay. Okay. Bist du ready? Ja. Okay. Walt Disneys König der Mösen. Fünf Sekunden waren um. Ja. Oh, Alter. Okay. Okay, sag, wenn du bereit bist. Ja, ich bin bereit. Okay. Ich muss noch ganz kurz einen guten suchen. Okay, ich hab was. Kann ich? Ja, du kannst. Okay. Puh. Durchfall extrem. Jetzt kommt's dick. Scheiße. Oh Gott. Das ist echt dumm, Alter. Oh, der ist eigentlich so platt. Der ist echt platt. Oh, scheiße, okay. Oh, so, oh Mann, okay, ich habe ein Leben verloren, glaube ich, oder? Das ging. Ja, es steht, steht, du hast noch zwei, ich habe noch drei Leben. Okay. Okay, ich bin wieder. Ja. Independence Gay. Okay. Puh. Gut. War aber nicht schlecht. Ja, ist ein gutes Wortspiel. Independence Gay. Ja, ist echt gut. Okay. Kann ich? Oh, er hat mich ja schon wieder ausgefunden. Kann ich? Ach, ja, okay, warte. Ja, du kannst. Okay, bist du konzentriert? Ja. Okay. Lass die Enkel zwischen die Schenkel. Okay, der war zu einfach. Der ging. Ja, der ging echt. Warte mal, ich hab was relativ Gutes gehabt, aber. Entschuldigung. Darf ich auch zwei kombinieren? Nein. Schade. Warte. Ja, ich nehme das. Müsstest du mit klarkommen. Okay. Hotel Sodom. Analstufe Rot. Gut, komme ich mit klar. Okay, sehr gut. Komme ich damit klar. So, darf ich? Ja. Sag, wenn fertig bist. Ich bin bereit. Okay. Steppenbrand am Rosettenrand. Okay. Okay. Gut. Oh. Okay, bin ich? Mhm. Devote Sperma-Omas machen Fußcreme, Teil 4. Das ist so random, Alter. Das waren jetzt aber keine 5 Sekunden, oder? Nein, den Punkt kriegst du. Sehr gut. Boah.
Aber weißt du, was ich krass finde? Ich fand es echt lustig, wo du Teil 4 gesagt hast. Okay. 2-2. Okay, kann ich? Mhm. Okay. 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 Konzentriert? Ja. Ich muss erst mal selber darauf klarkommen. Okay. Name ist So Harry, It's Scary. Okay. Den habe ich irgendwie nicht so gerafft. Naja. Übersetz mal aufs Deutsch. Ja, so haarig, es ist Gary. Es ist, nein, So Harry, It's Scary. Gary? Nein, Scary. Ach, Scary. Ich dachte Gary. Was ist Angst, Gary? Einflößen. Ach so, ja, Scary. Ich habe Gary verstanden mit G. Nein. Ja, da, das war, das... Ah, ich hab. Mhm. Schwänze und Partner. Okay. Gut. Ging auch noch ganz gut. Ja, das ging noch ganz gut. Okay, ich hab wieder was. Okay. Das erste K ist so in Klammern gesetzt, okay? Nur, dass du gleich Bescheid weißt. Von dem ersten Wort, das K ist in Klammern. Okay. Also das erste Wort ist Kanalreiniger, in Klammern das K. Sie kommen durch die Hintertür. Okay. Oh, waren das 5? Ich weiß es nicht. Hast du geguckt? Nee, hab ich nicht geguckt. Lass mir nochmal durchgehen. Okay. American Fistory XXX. Den kenn ich schon. Ach, den kennst du schon. Oh, den kenn ich schon. Den fand ich gar nicht so schlecht eigentlich. American Fistory XXX. Wir gehen hier die Guten geradeaus. Muss mal gucken, was ich hinterher schleudern kann. Kann ich? Mhm. Monstertitten in Sahnesoße. Gut. Tja, ich weiß nicht. Kann man nichts machen. Das ist echt hart, ey. Auf Schloss Bums klappern die Nüsse. Okay. Ich mach direkt weiter. Ja. Graf Porno bläst zum Zapfenstreich. Okay. Oh Gott. Der Da-Fixi-Code. Ich mach weiter. Ja. Don Möschen. Dornmöschen. Geht eigentlich auch noch. Oh, der ist echt hart, der Freakso, der ist überhart. Okay, weiter. Wenn du Dornmöschen sagst, dann hätte ich für dich die Prinzessin auf der Eichel. Dann hätte ich aber für dich Analdin und die wunde Schlampe. Oh, fuck. Oh, fuck. 2-1, ich führe noch. Oh. Oh Gott. Ich hätte da so ganz spontan... Ja, wie wär's denn mit 3 Schwängel für Charlie? Oder wie wär's die Reise zum G-Punkt der Elke?
Okay. Du hast noch ein Leben, konzentrier dich. Vier Fäuste in Julia. Wie wär's mit Sklave Pupsmuckel und der geile Meister Leder? Okay. Der war schon böse. Ich hätte da für dich den Robocock. Wie wär's mit Edward mit den Penishänden? Stell dir das mal bildlich vor, ey. Ja. Dr. Schmutz und die Vogelgrippe. Oh, der war knapp. Der war echt knapp. Wie wär's mit Axel Fick und Obelwix? Okay. Frau Antje verkauft auch Eichelkäse. Oh, ist das eklig, Alter. Ich hab's nicht erfunden, ja. Oh, ich muss dich doch nur noch einmal zum Lachen bringen. Spiel mir am Glied mit Kot. Ist das eklig. Oh. Oh. Animal Farm. Jetzt ficken wir Tiere. Ja? Wie wär's mit Räuber Fotzenklotz? Mhm. Ich hätte da für dich Sascha? Ja? Ich weiß noch immer, wer dich letzten Sommer gefickt hat. Okay. War gut. Ich habe einen relativ guten, aber egal. Ja, ach. Ich komme zuerst, warte. Wie wär's mit Fick und Fotzi im Bumsbomber nach Thailand? Okay. Fick und Foxy. Oh Gott. Stoß langsam 1 bis 3. Okay. Oder ganz trocken einfach Familie Hempel auf dem Sofa. Okay. Alter Schwede, du bist echt heftig. Du bist gut. Du bist echt gut. Du auch, Alter, warte. Ich hätte jetzt mal was relativ Einfaches. Mhm. Aber du solltest, wenn du dir die richtigen Gedanken machst, dann... Ich war jung und brauchte das Geld. Okay. Manege frei für den Rosettenkasper. Okay. Was ist denn ein Rosettenkasper, Alter? Das googeln wir nachher. Okay, jetzt hätte ich die Fortsetzung davon. Mhm. Jetzt bin ich alt und brauche immer noch Geld. Oh, jetzt habe ich einen gefunden, Alter. Oh.
Ich habe auch einen sehr guten gefunden. Ja. Kann ich? Ja. Okay. Der ist echt gut. Das Sperma-Feuerwerk im Transenarsch. Boah. Kloppt, Alter. Okay, der ist aber auch irgendwie schon böse. Der geht schon... Boah. Okay. Liebling, ich habe die Kinder gefickt. Boah, der ist aber echt übel. Der ist echt übel. Der ist ja echt übel. Analverkehr ohne Führerschein. Gut. Das gibt's doch nicht. Oma, fick mich ins Koma. Den kenne ich leider auch schon. Das sind alles so Inzest-Sachen hier. Ja, das ist echt übel, ey. Boah, was für kranke Leute. Das ist ja übel. Okay, du bist wieder. Mhm. Dildo hat euch lieb. Okay. Andere Länder, andere Titten. Lieber zerfickt als erstickt. Swinger pur. Mann. Okay. Ja. Ich überlege gerade noch. The Gay After Tomorrow. Okay. Hätte ich nicht vorhin den Independence Gay gebracht, müsste ich jetzt krass lachen wahrscheinlich. Porn Wars Periode 1. Die dunkelbraune Bedrohung. Okay. Helikopterman 3. Die Rückkehr des Kreiselfickers. Porn Wars Episode 2. Anschiss der Klonkrieger. Oh, Klokrieger. Sorry. Ah, ich hab's verkackt. Unser Skatclub sticht alles. Porn Wars Periode 3. Die Rache der Spermien. Sonderschicht im Schacht Anal. Porn. Oh Mann, ein Leben noch, das kann doch nicht so schwer Porn Wars Episode sein. 6, die Rückkehr der Analritter. Oder wie wär's mit Robocock? Einen hatte ich in der Liste, den kenn ich schon. Oma Rose, 98, fickgeil und trotzdem mich tot zu kriegen. Alter, ich geb's auf. Die Oma Rose. Das Wunder von Bernd. Dicker geht's nicht mehr. Ach so. Ja. Ich dachte gerade zuerst, auf was spielt denn das an? Aber Wunder von Bernd, ne? Richtig. Safternte im Hodenland. Okay. Bist du da müde? Geht. Okay.
Vorsicht, die Fickinger kommen. Okay. Moby Fick im Arsch des Pottwals. Aha. Oh, zählt das als Lachen? Auf jeden okay. Fall. Also ja, okay, gut. 1-1. Das zählt als Lachen. Der mit dem Wolfschwanz. Ach man, die sind alle so platt eigentlich. Warum musst du drüber lachen? Oh, Alter. Ja, ich würde sagen, die Sascha gegen Freakso Challenge, oder andersrum, Freakso gegen Sascha Challenge, geht hier 1-0 für den Besseren, für den Sascha aus. Oh Mann. Ja, ich konnte mich einfach besser konzentrieren. Mal gucken, schlecht. Ob wir da vielleicht so eine kleine Serie reißen können. Wir versprechen jetzt aber mal nichts. Ja, wird jetzt mal so einzeln bleiben. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren so ein paar Vorschläge machen, was wir als nächstes machen könnten, so als kleine Freakso gegen Sascha Challenge. Genau, wir sind für alles offen und wäre super, wenn ihr euch dazu äußern könnt. Und wie euch natürlich das hier jetzt gefallen hat, mal so kurz zwischendurch. Und ich glaube, wir gehen jetzt echt schlafen, denn es ist jetzt fast 5 Uhr. Ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag. In den Kommentaren. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf gut. Tschüss. Tschüss.